Hallo, hier ist Gerd von den Sternecampern mit unserem neuen Mercedes Marco Polo Edition 250D mit der großen 190 PS Dieselmaschine. Der Edition ist quasi das Sondermodell von Mercedes, von Marco Polo, mit einer umfangreichen Sonderausstattung, die er bereits dann eben mit an Bord hat. Ihn gibt es vorweg nur für den 220 oder auch für den 250 Diesel. Und wie gesagt, die Ausstattung ist sehr umfangreich und hat ungefähr einen Vorteil von rund 9.000 Euro zum Serienmodell. Welche Ausstattung konkret im Edition-Paket drin ist, das würde ich euch gerne jetzt im Video kurz vorstellen. Im Edition-Sonderpaket ist enthalten das Garmin Map Pilot System mit dem Audio 20 CD und dem 7 Zoll Display, die Sitzheizung für Fahrer- und Beifahrersitz inklusive einer elektrischen Lordosenverstellung, das Multifunktionslenkrad in Leder, von hier aus kann man sämtliche Funktionen steuern, und die 7-Gang-Automatik ist bereits im Preis enthalten. Er verfügt über den Spurhalteassistent, den Fahrlicht, den tote Winkel, den Aufmerksamkeitsassistenten, den Seitenwind, den aktiven Parkassistent und den Thermomat. Im Preis enthalten fürs Exterieur sind außerdem die Metallic-Lackierung, die 17 Zoll Alufelgen, wobei wir haben uns für die 19 Zoll gegen Aufpreis entschieden, das sogenannte Big Flip, das heißt separat zu öffnende Heckscheibe, super praktisch, wenn man mal was reinladen möchte oder wenn man rausschauen möchte, falls man drin schläft, sowie eine abnehmbare Anhängerkupplung. Außerdem der große Kraftstoffbehälter, der 70 Liter Diesel fasst und das entspricht der Euro 6 Norm mit AdBlue. Das Blue Efficiency Paket beinhaltet die aerodynamische Unterbodenverkleidung, den Fuel Efficiency Generator und eine Eco-Start-Stopp-Funktion. Das LED Intelligent Light System würde regulär 1.900 Euro kosten, ist aber im Edition-Paket mit enthalten. Und es passt die Beleuchtung variabel an Licht-, Straßen- und Wetterverhältnisse an. Weitere sinnvolle Ausstattungspakete gibt es für den Marco Polo zum Edition-Vorteilspreis. Sinnvoll ist auf jeden Fall die Klimaautomatik, Thermotronic genannt, für einen Edition-Aufpreis von rund 600 Euro. Und wer im Fond Kinder oder einen Hund mittransportiert, der sollte unbedingt auch die separat regelbare Tempmatik für den Fond bestellen. Somit lässt sich der hintere Bereich separat regeln. Hierfür ist der Aufpreis im Edition-Paket ungefähr 700 Euro. Wer gerne eine edle Lederausstattung für die Sitze vorne und im Fond hätte, der zahlt 1.060 Euro aktuell. Die Sitze gibt es in einem feinen beigen Leder oder auch in Schwarz und ist damit auch sehr pflegeleicht. Als Sternecamper haben wir uns noch das elektrische Glas-Schiebehebedach gegönnt. Dadurch kann man hier super durchlüften und hat abends einen genialen Blick in den Sternenhimmel. Noch ein Sternecamper-Tipp. Bestellt euch die Markise gleich mit. Sie gibt es in Silber für ca. 750 Euro und in Schwarz für 850 Euro. Außerdem gibt es ein praktisches Set bestehend aus einem Campingtisch und zwei Stühlen, gut verpackt in einer Transporttasche im Heck für 335 Euro. Der Mercedes Marco Polo verfügt bereits ab Werk über zahlreiche Ausstattungshighlights. Es würde den Zeitrahmen sprengen, sie alle hier zu zeigen. Ich hoffe, wir konnten euch aber einige nützliche Tipps geben, was der Marco Polo als Edition-Variante alles bietet. Schreibt uns gerne in den Kommentaren, wenn ihr Fragen habt oder wie ihr euren Marco Polo ausgestattet habt. Wir würden uns über Feedback total freuen. Bis zum nächsten Mal, eure Sternecamper Christine und Gerd vom Mercedes Marco Polo Club.